Kann mir die Agentur für Arbeit meine Schwerbehinderung wegnehmen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine sehr kuriose Frage, die uns auf Rentenbescheid24.de erreichte. Also, folgende Frage. Ich muss im Rahmen der sogenannten Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III begutachtet werden. Und zwar durch den medizinischen Dienst der Bundesagentur für Arbeit. Das sind die Fälle, wo die Leute krankgeschrieben sind, noch in einem oftmals im laufenden Beschäftigungsverhältnis sind, ausgesteuert sind, Arbeitslosengeld 1 beantragen. Da muss die Bundesagentur für Arbeit feststellen, wie sieht es denn mit der Leistungsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aus? Liegt eventuell Erwerbsminderung vor oder nicht? Das nur mal so ganz grob umrissen, was es bei der Nahtlosigkeit geht. Ich habe eine Schwerbehinderung mit einem Grad von 60. Ich kann sogar jetzt schon eine vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen erreichen. Ich will aber diese Rente noch gar nicht in Anspruch nehmen, weil ich einen sehr hohen Abschlag bekomme. Mein Arbeitslosengeld ist höher als die Rente, so der Anfragende. Ob es mit der Erwerbsminderungsrente, die ich parallel beantragt habe, klappen wird, steht auch noch in den Sternen. Leider ist es so, dass die Rentenversicherung 50% aller Rentenanträge bei der Erwerbsminderung ablehnt. Ich habe Angst, dass der Gutachter der Agentur für Arbeit mir meine Schwerbehinderung aberkennt und ich dann auch nicht mehr meine avisierte Altersrente, die ich dann später in Anspruch nehmen möchte, bekommen kann. Da müssen Sie mal gar keine Sorgen haben und auch keine Ängste haben. Wer ist denn eigentlich zuständig für die Zuerkennung eines Grades der Behinderung? Das ist immer nur nach dem SGB IX das Versorgungsamt oder eines durch Landesrecht bestimmte Behörde, die ausschließlich nur über das Thema Behinderung und Schwerbehinderung mit Bescheid zu befinden hat. Die Bundesagentur für Arbeit ist grundsätzlich nicht zuständig zur Feststellung oder Aberkennung von Behinderungsgraden. Das darf die Bundesagentur für Arbeit in keinster Weise entscheiden oder irgendwie eine Empfehlung aussprechen. Dafür ist sie grundsätzlich nicht zuständig. Die Bundesagentur für Arbeit ist zuständig für Leistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld 1, für die Fragen möglicher Rehabilitationsleistungen oder aber auch für solche Fragen wie das Thema der Nahtlosigkeit, aber grundsätzlich niemals zum Thema Schwerbehinderung. Und deshalb müssen Sie sich doch gar keine Sorgen machen. Die Bundesagentur für Arbeit und auch der medizinische Dienst kann Ihnen grundsätzlich nicht Ihre Schwerbehinderung aberkennen. Das kann nur das Versorgungsamt, indem es dann ein neues Feststellungsverfahren trifft, wenn Tatsachen vorliegen, die berechtigt wären, dass Sie zum Beispiel den Grad der Behinderung von 60 gar nicht mehr haben dürften. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Die Bundesagentur für Arbeit kann Ihnen Ihren Grad der Behinderung nicht aberkennen. Es kann auch keinerlei Feststellung, keine bindende Feststellung durch den medizinischen Dienst der Bundesagentur für Arbeit hierzu getroffen werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.